Description Tag von Google selber zusammengestellt. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INEM AG und Sie schauen websitemarketing.ch. Wenn man bei Google noch was sucht, wird einem in blau der Link dann der Titel angezeigt, dann der Link und unten dran die Description. Das Description Tag kommt aus den Meta Tags raus. Normalerweise, in dem Fall, in dem ich Ihnen aber jetzt zeige, hat es Google selber zusammengestellt. Ich bin hier auf Google-Suche nach folgendem Begriff, Fast Prototyping NX, damit dann eben auch der Eintrag kommt, den ich finden will, und habe hier einen Titel, der passt so, und hier eine Description. Und ganz interessant bei der Description steht hierzu Prototyping springen. Also erstens mal erkennt hier Google, dass ich deutsch unterwegs bin, das ist nicht so ein Problem, und hier hinten raus kommt dann aber eine englische Beschreibung hinten dran. Wenn ich hier draufklicke, ganz interessant, dann springe ich direkt an die Stelle und eben in der Seite drin dieser Ankerlink ist, den erkennt also Google, also direkt zu Prototyping, Fast Prototyping. Und was dann noch spannender ist, wenn ich mir hier anschaue, was hier diese Description ist, das finde ich hier nicht, wenn ich in den Quellcode reingehe. Description Tag ist was anderes, NX offers innovative engineering services. Wenn ich mir das hier anschaue, dann steht hier Prototyping, Fast Prototyping, NX delivers prototypes. Wo steht das in der Seite? Holt sich Google direkt hier aus dem Inhalt selber raus. Also Google stellt sich dieses Description Tag aus den Inhalten zusammen, holt sich dazu noch einen Link in der Seite, einen Ankerlink runter, direkt zu dem Punkt, den ich eben suche. Also interessanterweise nicht nur den Titel, das haben wir schon gesehen, dass Google den zum Teil selber zusammenstellt, nun auch das Description Tag. Das heißt, mein Einfluss wird natürlich immer kleiner, denn so bestimmt Google, was da drin steht, und nicht mehr der SEO. Kann ein Nachteil sein, logischerweise, wenn ich positioniert bin, dann passt natürlich, dann springe ich jetzt in dem Fall direkt zur richtigen Stelle, was dann wieder ein Vorteil wäre. Vor- oder Nachteil? Kommentare würden mich wie immer interessieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INEM AG und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.